Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator 2 Staffel 3 Reloaded. Wie ihr sehen könnt, wir befinden uns hier am Frachtmarkt. Wir sind ja gerade noch in Göteborg. Ich bin überlegen, also wir haben ja hier viele schöne Aufträge, auch hier, die nach Russland reingehen, auch hier Iveco Sport, New Holland, Volvo. Also wir sehen hier, wir haben große Auswahl, hier auch der Volvo FH, an verschiedenen auch Trailern, vom Trailer Mod Pack, wie auch immer, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich ehrlich, also keine Ahnung, was ich drin habe. Also wir haben eine große freie Qual der Wahl, aber da wir die sowieso irgendwann fahren werden, würde ich schon was sagen, wir fahren einfach immer, wir gehen so auf möglichst profitabel, wenn man dann irgendwie was hat, was so im selben Bereich, sagen wir mal, was weiß ich, wir haben hier einen Auftrag, der geht von, keine Ahnung, von Göteborg nach Long oder so, ne? Das ist so eine kurze Strecke, die halt am besten bewertet ist vom Preis-Leistungs-, vom Preis-Strecken-Einheitsverhältnis her. Das wird dann halt darauf zugreifen, oder das wird halt dann darauf zugreifen, was halt so die nächst gut bezahlte Strecke ist. Und dass wir uns dahin dann zumindest so lange, dann erstmal so lang hangeln, bis wir so ein, ja, eine konstante Firma sozusagen aufgebaut haben. Deswegen würde ich sagen, fahren wir heute mal Zwiebeln, 98 Tonnen von Göteborg nach Helsingborg. Und fahren dann auch erstmal nach Agra Nord. Ja, einen anderen LKW haben wir sowieso nicht. Ich würde mal sagen, wollen wir einfach mal, fahren wir einfach erstmal schön gemütlich hin. Ist halt eine Menge hier gerade wahrscheinlich gebaut, umgebaut, wie auch immer. Wir bekommen 9000 für den Auftrag, aber knapp 10.000. Jetzt nicht so das Beste, aber ich meine, es sind halt nur Zwiebeln, was will man da erwarten? Aber das Geld, das wird irgendwann kommen und irgendwann fließen. Genießen einfach die Fahrten und die Varietät von den ganzen Aufträgen. Ich meine, ist ja nicht so, dass wir hier wie in American Truck Simulator nur Containerstapler und Containerstapler-Chassis fahren, gefühlt. Also gefühlt fahren wir das ja zu 50-70% nur. Bisher haben wir hier noch eine ganz gute Varietät drin. Abbiegen? Nee. Brauchen wir erstmal auf dem Fahrzeug erst ganze 100 Kilometer erstmal zum Auftrag. Das habe ich auch so ein bisschen. Das ist schon ein ordentliches Stückchen. Das wir erstmal hier zurücklegen müssen. Boah, das ist cool. Ich hab mich jetzt einfach mal vorbereitet, da das, falls Sonne reinscheint, falls Sonne scheint, dass ich dann anderen Monitor schauen kann. Jetzt muss ich mich gerade noch so ein bisschen, hin und her gerissen zwischen den beiden Monitoren. Nehmen wir einfach mal den hier, sich hört selber. Der, wo die Aufnahme, wir zocken das einfach mal oder ich spiele das einfach mal über die OBS-Aufnahme. Schön mit dem Zug, der hier rüberfährt. Das ist irgendwie, also gefühlt, also
wirklich vom Gefühl her ist in ETS 2 zu fahren viel langsamer, viel ruhiger, viel entspannter als in Amerika, weil man dort halt irgendwie gefühlt doppelt so schnell fährt. Also klar ist es nicht doppelt so schnell, sondern eher so ja, 15 Kilometer pro Stunde schneller oder gar mehr, ich weiß gar nicht, 80 Miles per Hour durften wir neulich mal fahren, als wir durch, wodurch sogar noch durchgefahren, wir sind nicht fälschlicherweise, wie ich gesagt habe, durch Iowa durchgefahren, sondern wir sind gefahren durch, jetzt kommt gleich den Namen nicht mehr, verdammt. Was war denn das nochmal? Wir sind nach Wyoming gefahren und das war, ach, ich hab's wieder vergessen, welcher Bundesstaat das war. Belastend. Ich wollte was nachgucken, jetzt vergessen. Ach ja, 80 Miles. Naja, also doch schon schneller als jetzt die 80 oder die 83, die wir jetzt gerade fahren. Aber gut, ist halt so, wie es ist, ne? Ich meine, ist halt eine andere Welt. Ist halt wie es ist, kann man nicht anders sagen. Da geht es dann in Europa dann doch ein bisschen in Anführungszeichen beschränkter voran. Mit der Linie ein bisschen unrealistisch, dass es so direkt danach direkt da dran ist mit der ganzen Oberleitung und so weiter. Ist hier kein riesen Zaun oder so ein Zaun wie links auf der linken Spur oder auf der linken Seite ist. Aber gut. Wir müssen ja sogar tatsächlich hier vorne hin, ne? Mehr oder weniger. Mit der Motorbremse runter so auf 50. Sollte eigentlich akzeptabel sein, um hier rauszufahren. Fühlt sich ganz andere aus als sonst. Oh, fahr doch. KI manchmal. Da denkst du, die fahren weiter und willst dann quasi direkt in den einscheren. Und halten sie doch an. Dann war denen das im Pathfinding zu nah. Dann wollen wir mal unseren Double Trailer annehmen. Unseren Gigaliner. Mal jetzt zugespammt werden mit irgendwelchen Scheißbenachrichtigungen. Das ist aber auch ein schön cleaner Bus. Vom Modell her und von der Lackierung. Oh, hier im Gear, müssen wir das Gras mitnehmen, also anders kommen wir hier ja nicht raus.
sowieso schon eng genug. Zwiebeln, Zwiebeln, Zwiebeln. Dann gucken wir, ob der Aufzug noch da ist. War ja schon noch eine Strecke, die wir gebraucht haben. Ja. Perfekt. Das kann ja was werden. Logistics. Kommen wir hier überhaupt hier raus mit dem langen Ding hier? Das werden wir ja gleich sehen. Ich frage mich ja, was einfacher ist. Ich glaube, einfacher wäre es jetzt hier links rum. Den Weg, den wir gekommen sind. Wie viele Tonnen sind das eigentlich? 28 Tonnen, okay, gut zu wissen. Probieren wir es einfach mal von hier aus. Ja, das wird zu früh. Doch durch diese enge Passage kommen muss, das wäre einfacher gewesen. Wobei, wir kommen dann ja hier auch nicht raus. Belastend. Würden wir hier rauskommen? Das ist so eine andere Frage. Ich bezweifle es sehr stark. Doch, passt. Das passt. Es sind nur zwei Trailer und nicht irgendwie ein. Ist ja jetzt nicht so ein Schwerlasttransporter, der irgendwie Trailer, der ausbricht hinten noch. Helsingborg. Kämpfen wir uns dahin. Wir haben ja nicht gerade den stärksten LKW bisher. Wir haben gerade knapp 20.000. Danach haben wir um die 28.000. Dann können wir mal gucken, ob wir nach dieser Tour eventuell einen besseren Motor oder noch ein besseres Getriebe zusätzlich da wohl zu holen können. Nach Norfut. Farmfurt nach Norfut. So, meine Güte. Das wäre ja so schwer. Ja.
Ja, wir haben schon sehr viel zu kämpfen. Oh, da wurden Zug vorbei. Schade ist nicht, dass das einzeln und das, also das ist so eine Einzeltraktion, das ist keine Doppeltraktion. Würde fast besser passen. Also ich schätze mal nicht, dass der Takt so, die Taktfrequenz so hoch ist, dass ein einzelner reicht. Ich meine, wir fahren, das ist Göteborg, wir fährt Richtung, keine Ahnung, Helsingborg, keine Ahnung, boah, Stockholm, ich weiß es nicht. Oh, der fährt gerade Richtung Göteborg, der meint, der, oder ich bin verwirrt, ja, der fährt, der kommt dann also gerade aus Richtung Oslo. Ja, falsche Seite. Würde ich halt gerade behaupten, dass es halt eine höhere Traktion halt mehr Sinn machen würde. Also eine zweifache Traktion. Auf alle mindestens. Gott. Danke, was wir später da reinlassen. Jetzt fahren wir schön denselben Weg wieder zurück. Zumindest das Stückchen bis nach Oslo. Ach, bis nach Göteborg. Hä? Nee, Moment. Echt jetzt? Ja doch, wir fahren... schon, wir fahren ja nach Helsingborg. Ich war jetzt irgendwie gerade bei Stockholm, warum auch immer. Oder beim Kopf, im Kopf war ich gerade eher Richtung Stockholm. Und nicht runter Richtung Malmö und so weiter. Also den Süden von Schweden. Okay, was heißt Süden von Schweden? Also Richtung Süden von Schweden, so meine ich das jetzt. Das Malmö nicht Schweden, das ist mir schon klar. Wobei, doch, nee, wenn man meinte, ich habe nichts gesagt. Alter, what the fuck? Ich sitze wieder schon wieder zu viel. Verspannten Nacken. Drückt aufs Gehirn. Das, der Moment, das hat das Problem, wenn man mir gesagt hat und halt auch noch zusätzlich halt Kopenhagen und so weiter im Kopf hat. So, die nächste Ausfahrt scheinbar. Ne, der mag doch nicht. Das ist hier keine Ausfahrt. Ich muss schon sagen, von der Farbkombi passt das eigentlich so mit unserem LKW und mit dem Trailer. Lässt du mich jetzt wohl hier rein? Danke. Okay, man merkt, die Motorbremse ist nicht ausreichend genug. Haben wir halt auch noch nicht. Scheiße. Fahnen. Alter. Oslo-Heim, man merkt es kaum. Diesmal nur langsam das Tee, dass die Festplatte belastet wurde. Eieieiei. Wieder was Neues, Spannendes in Anführungszeichen. Schön Personenzug wieder da oben. Da passt noch ein bisschen mehr rein. Gott. ...28 Tonnen sind scheinbar eine Menge. Für unseren Scania. Holy shit. Wir haben richtig zu kämpfen hier, also huiuiui. Upgrades definitiv benötigt. Oh,
Kilometer pro Stunde und dann hoffen wir mal, dass nicht mal halt so viele hügelige Berge kommen. Wir sind dort um 20.15 Uhr, wir werden erwartet. Wir sind schon im erwarteten Bereich, okay, perfekt. Kommen rechtzeitig an, höchstwahrscheinlich, es sei denn, wir verlieren hier noch möglichst noch so viel Tempo. Es sei denn, es wird noch hügelig, aber weiterhin bleibt es so hügelig. Haben natürlich ein paar Problemchen. Aber Wahnsinn, wie wir zu kämpfen haben. Dabei haben wir doch sogar schon, glaube ich, in der letzten Folge zusätzlich sogar noch ein. Haben wir nicht sogar schon gekauft? Ein weiteres Motor-Upgrade? Ich meine schon, oder? Ich meine, wir hätten uns bereits das erste Upgrade gekauft. Man merkt echt, wie wir zu kämpfen haben hier. Kein Wunder, dass wir dauernd von LKWs überholt werden. Wir können das Tempo ja nicht mehr halten. Ich bin mir unsicher, ob ich überholen will oder nicht. Ich glaube nämlich nicht. Dafür sind wir einfach zu inkonsequent im Tempo halten. Ich schreibe mein Tempo mal auf. Was haben wir hier gestellt? Auf 81? Ja. 81 scheinbar. Kommen wir einfach mal mit 81 hinterher. Das sind ja nur noch 150 Kilometer, war ja keine besonders weite Strecke. War ja doch schon, ne? 317 Kilometer plus 115 hin. Oh. Roundabout 450 Kilometer. Können wir zumindest sicher sein, dass wir das Tempo ungefähr halten. Aber zumindest der Abstand wird ein bisschen ausgebaut, was den LKW vor uns betrifft. Größtenteils. Es sei denn, er wird auch ausgebremst da vorne. Da müssen wir natürlich auch wieder ein bisschen eingreifen, aber gut. Geht da wieder bergauf, da verlieren wir ja wieder massig an Tempo. Schön der alte Buska gerade eben auf der Gegenfahrbahn. Ja, schon nice. Kommen wir ja schon wieder ein bisschen Lust auf. Ja, ne? So ein Bus-Simulator oder so ein. Von SCR Software war echt nice. Also, halt ein. Ne? Ein aktuellerer als jetzt, was weiß ich, Bus Driver oder whatever. Kann man jetzt wieder ein bisschen Gas geben. Und den Tempomat auf eine. Anders einstellen, was geht denn das jetzt schon wieder ab hier? Ja.
jetzt wird langsam wieder der Dings Diesel, der Diesel. Oh Gott. Ja. Ich meine ja eigentlich der Nebel. Und ich wollte eigentlich sagen, es wird diesig. So. habe ich erstmal schön diesig mit Nebel vermischt. Da waren es nur noch 70 Kilometer. Und ein paar Schleicher, die uns wieder hier ein bisschen ausbremsen. Wir haben, glaube ich, noch ungefähr 50 Kilometer auf der Autobahn. Roundabout, schätze ich mal. Kommt was so schnell, denke ich mal. Ja, die fährt auch besonders langsam hier. Holen wir noch mal ein bisschen auf und steigen dann den Tempomat wieder runter auf 81 Kilometer pro Stunde. Wait a second. Kann das sein, dass wir auch in diesem LKW sowas wie eine Trip Distance haben? Können wir den nochmal zurücksetzen? Weil da unten sehe ich halt 927, 928 oder nochmal 928. Das verwirrt mich gerade. Einmal mit und einmal ohne Trailer kann es ja nicht sein. Deswegen würde ich sagen, es gibt sowas wie eine Trip Distance auch in diesem LKW. Das ist nur resetten. Ich weiß es nicht, man muss ich mal nachgucken in den Settings. Warum fahren wir dann so langsam? Doch gar nicht mehr wieder eine Pötte. Ich hab doch so viel zu ziehen. Wobei so viel ist nur noch viel, obwohl doch hat er schon, ja, schon eine Menge, schon ein bisschen mehr zu ziehen haben wir. Aber wir sind ja schon fast in Helsingborg. Von daher alles halb so wild. Ach, Helsingborg war nicht Helsingborg auch da, wo es so ein bisschen in der Einfahrt zur Stadt rumgestockelt hat? Ich glaube ja. Wirklich mit diesem Kicker-Liner zum Norfood rein? Norfood rein? Ach, meine Fresse. Jedes Mal dasselbe. Norfood. So heißt es. Vor allem, wir kommen von der verkehrten Seite. Um da so angenehm reinzukommen. Auf der anderen Seite wäre es besser gewesen, glaube ich, würde ich was sagen, aber gut. Warten wir erstmal, bis die KI hier vorbeigefahren ist.
Ah, sieht gut aus. Oh, ich sehe nichts mehr. Holy shit. Gut, dass ich mich vorbereitet habe. Perfekt. Ah, verdammt, ernsthaft. Geht doch. Dann satteln wir ab, kassieren die Kohle. Ausgezeichnete Zwiebeln von Göteborg nach Helsingborg geliefert. Gefahrenabstand 318 Kilometer. 5 Stunden haben wir knapp gebraucht, knapp 200 Liter Verbrauch, wir bekommen dafür 9.922 Euro und 480 Erfahrungspunkte. Da wir ja sowieso uns nochmal hinhauen müssen. Fahren wir direkt zur Werkstatt, gucken, ob wir irgendwie, ja gut, wenn wir, sagen wir mal, wenn wir 5 bis 10% Beschädigung haben, dann reparieren wir die ganzen Verschleißerscheinungen, müssen wir jetzt nicht zwingend ständig hier ändern. Ob wir ein bisschen upgraden können. Und legen uns dann auch schlafen. Knapp 80.000, 80.000, bis auf 80.000, knapp 30.000 haben wir. Schauen wir mal nach. Eine Wartung wollten wir nicht, ne? Aufrüstung. Das wollten wir eigentlich auch nicht. Fahrwerk eigentlich auch nicht. Doch, wir haben doch gar kein Upgrade gemacht. Das ist aber belastend. Mal gucken, was es denn kosten würde. So eine Rückerstattung 7000 mit Euro 6 und 40 PS mehr. Und noch mit dem Getriebe und Retarder 17.000, knapp 18.000. Ja, die haben wir. Dann würde ich sagen, bestellen wir das. Perfekt. Hauen uns aufs Ohr. Jetzt haben wir auch noch einen Retarder, wunderbar. Das heißt, nächste Folge wird super. Nächste Folge werden wir dann mal gucken, was wir von Helsingborg ausbekommen und das Geld wieder reinfahren, die 17.000, obwohl die 18.000 müsste gesagt. Aber wir sind jetzt ein bisschen stärker. Ja. Können ein bisschen mehr ziehen, so gesehen, und kommen auch ein bisschen besser die Berge hoch. Das ist natürlich schon, ne? Kann sehr wichtig sein. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ich hoffe, ihr seht euch dann im nächsten Video wieder von Euro Truck Simulator Staffel 3 Reloaded oder American Truck Simulator, eine von den beiden Staffeln, ja, Reloaded, Verfassung, wie auch immer, oder einem anderen Video hier auf dem Kanal. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.